Son Goku fragt Pete Smeed: Erwischt ihr euch selber öfter bei Notlügen? Zum Glück nicht. Zum Glück habe ich das gar nicht so nötig, wie man das vielleicht hat. Keine Ahnung, worauf die Frage so abzielt, aber Notlügen eigentlich nicht. Und wenn dann bewusst, dass ich sowieso weiß, dass es auffällt, weißt du, so letztens den letzten Schokoriegel genommen, ja. Kam nicht so gut an. Wusste ich natürlich, dass das klar ist, wer den genommen hat. Dann gab es natürlich eine Notlüge, aber die Notlüge, die war halt offensichtlich. Vielleicht sowas, ja. Ich glaube, wenn ich behaupten würde, dass ich das nicht mache, wäre das schon gelogen. Weiß ich nicht. Also ja, bestimmt. Wahrscheinlich viel zu häufig. Nee, nicht wirklich. Ist nicht so mein Ding. Ich sag mal, mit Ausnahme von dem üblichen Scheißlabern, was man tut, während man halt aufnimmt, ja, weil da ist natürlich Trash-Talk ganz mit da oben bei, das würde ich so in diese Kategorie nicht schieben, würde ich sagen eher nein. Tatsächlich bin ich selten in Not, dass ich dafür lügen müsste. Ja, also deswegen nein. Eigentlich nicht. Aber, ne. Ich finde sowas, wenn du das halt so, also so Notlügen machst, dann ist irgendwas auch falsch, ne? Also, ich finde, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann kann man den halt auch zugeben.